Ansonsten ist da nichts mehr richtig, dann kann es der auch nicht sein. Characters. Das S. Nee, wenn man das. Das T ist richtig, das C ist richtig, das A ist richtig, das R ist richtig. Dann wären beim oberen aber 4 richtig, mindestens, dann kann es der auch nicht sein. Recreating, versuchen wir es mal damit. Das ist Ing, das ist sogar Ting. Dann wären bei Attracting 4 richtig, dann kann es der auch nicht sein. Protective, TI ist drin, C ist richtig, dann wären es 3. Versuchen wir den mal. 7 von 10. Okay, jetzt heißt es, dass wir vielleicht nochmal was gucken hier. Inspection. TI sind 2, C ist 3, 4 ist E. Der kann es nicht sein. Projection, Projection, das wäre TIC, 3, 4 mit dem E. Ich würde fast sagen, der muss es sein. Ja, der ist es auch. Sicherheitsalarm abbrechen. Protektor uns wegtreten lassen. So, aktivieren Geschützturmkontrolle. Wollen wir die auch mal abschalten. Erstmal wieder schick nach Klammern suchen hier. Also mit dem Auszählen, da kann man schon ordentlich was hinkriegen. Noch irgendwas an Klammern. Da ist noch eine. Sehr schön. Da ist noch eine. Da ist eine. Da ist eine. Da ist eine. Da ist eine. Oh, was wir mit unserem Wert hier schon ganz gut wegklammern können, ist gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Da ist eine. Da ist eine. So viel Klammern hatte ich lange nicht, muss ich sagen. So, da wollen wir mal gucken, wie viel wir überhaben. Oh, einer. Sicherheitsalarm abbrechen. So, jetzt heißt das, dass wir eigentlich keine Probleme mehr haben, weil wir jetzt alles abgeschaltet haben. Oh, was liegt denn hier noch? Ein Plasmagewehr. Sehr nett. Haben wir hier noch was anderes drin? Nee, ein leerer Spind, noch ein leerer Spind, noch ein leerer Spind, noch ein leerer Spind. Der spinnt ja wohl, dass er hier so viele leere Spinde hat. Ich werde die Waffe trotzdem nicht weglegen. Okay, no access. Die Securitons werden sich hier alle wieder zurückziehen, denke ich mal. Hier haben wir Altmetall, das nehmen wir mit. Dann gehen wir mal hier jetzt rein. Was? Verteilerdose in Ruhe lassen. Okay. Das haben wir leider nicht. Öffnen Tür. Speichern wir mal eben. Schnell speichern. Altmetall nehmen wir mit. Was haben wir hier so Schönes drin? Das nehmen wir auch alles mit. Ich stecke die Waffe jetzt lieber aber doch weg. Nicht, dass wir hier doch noch einen Sicherheitsalarm auslösen. So, die Geschütztürme sind abgeschaltet. Die Securitons tun nichts mehr. Das ist doch alles sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt hier alle Zeit der Welt, um jetzt hier reinzukommen. So, wollen wir mal einmal kurz nach den Aufgaben gucken, die wir jetzt gerade bekommen haben. Der Hauch gewinnt immer 2. Halt, da wollte ich gar nicht hin. Okay, nee, die Securiton-Athemen wollte ich gerne behalten. Die Securiton-Armee, nicht AT. Ja, die stehen hier alle fröhlich in der Gegend rum. Ist schon praktisch, wenn man das Ding gehackt hat. Ach, da hinten sind noch 2. Was bist du denn hier für einer? Mr. Handy, Flammerbrennstoff, sehr schön. Das scheint hier wohl die Energiezentrale gewesen zu sein. Gehen wir mal weiter gucken, was hier noch so ist. Da hat es noch so eine alte Energiezentrale, wie es scheint. Jawohl. Und hier gehen wir auch mal rein.
Hier geht's wohl wieder hoch anscheinend. Systems Room. Ja, da will ich wohl hin. Hallo. Schönen guten Tag. Kann man hier reingucken? Okay. Hier noch irgendwas? Nee. Gut, dann wollen wir mal die Tür öffnen. Okay, der Vault ist dadurch abgeschnitten, dauerhaft verklemmt. Na, das ist... Ich will hier eigentlich hin. Alter! Das sind ein paar mehr da unten. Eieieiei. Ich muss doch hier irgendwas machen können. Secure Steuerkontrolle. Den Palatin-Chip einlegen und die MK2 Upgrade-Software installieren. Das machen wir einfach jetzt mal. Wie man jetzt sieht, haben wir gleich ein anderes Bild hier drin. Das hier ist nämlich militärisch abgegradet. Hier vorher war es nur Polizei und jetzt sind es militärische. So, wir wollen auf jeden Fall noch ein bisschen was skillen. Und zwar würde ich ganz gerne hochbringen... Ja, Dietrich hier, würde ich jetzt mal sagen. 98 Punkte auf Dietrich. Das heißt, wir brauchen das nächste Mal nur noch ein paar mehr und dann passt das schon wieder. Eieieiei, jetzt haben wir aber Securitons hier. Okay, ich glaube, ich habe erledigt, was der Mr. House wollte. Gehen wir mal wieder raus. Wo geht's denn hier hin? Noch eine Energiezentrale, sehr schön. Was war da hinten gerade? Was glüht denn da? Ach, das ist nur eine Lampe, alles klar. Und hier ging's dann wieder raus. Nein, ging's nicht. Hier ging's raus, genau. Hier ging's raus. Dieses Gestampfe macht er noch gar nicht wahnsinnig, zum Glück. Alter, hier sind aber auch viele drin, das ist ja Wahnsinn. Nee, den kriege ich immer noch nicht auf. Dann mussten wir hier unten nur einen Roboter zerschroten, damit wir hier wieder reingekommen sind. Ist doch schick. Hallo, Haus. Ihre Arbeit hier ist erledigt. Kehren Sie zum Lucky 38 zurück, damit wir die nächsten Schritte besprechen können. Sie haben eine äußerst rosige Zukunft vor sich. Und dank Ihrer Aktionen am heutigen Tage gilt dies auch für den Rest der Menschheit. Das ist nett. Connection lost. Sie haben Caesars Willen ausgeführt, aber ich muss Ihre Ausrüstung wieder beschlagnahmen. Ja, dann mal los. Sie dürfen gehen. Dann wollen wir mal weg. Ab zu Caesar. Wir haben alles zerstört da unten. Kein Problem. Ich habe nicht aus Versehen alle Roboter aktiviert, die da sind und abgegradet. Und jetzt habt ihr das größte Problem. Ja. Caesar, mein Freund. My friend. Wo bist du? Da oben bist du irgendwo. Da wollen wir hin. Ach, hier hätte ich vorhin auch rumlaufen können. Das wäre wahrscheinlich wesentlich kürzer gewesen. Naja. Man kann nicht alles haben. See you soon, sagte er gerade. Ein paar Sklaven haben schon wieder Gerüchte verbreitet. Caesar! Ist alles kaputt da unten jetzt. Vor kurzem habe ich eine Erschütterung des Bodens gespürt. Ich nehme an, das bedeutet, dass Sie Ihren Auftrag erledigt haben. Yep. Für das Befolgen meiner Befehle gibt es Belohnungen. Heute ist Rache Ihre Belohnung. Sie dürfen entscheiden, wie Benny stirbt. Teilen Sie Benny Ihre Entscheidung mit. Meine Prätorianer kümmern sich um die Hinrichtung. Außer Sie wollen sie selbst durchführen. Und das habe ich vor. Danke, Caesar. Betrachten Sie das als die erste zahlreicher Schenkungen. Das ist aber nett. Benny, mein Freund. Also, Baby, was hast du da unten gefunden? Sag ich dir doch nicht. Hunderte Securitons und alle inzwischen mit Upgrades, wie Mr. House es will. Oder? Das geht dich nichts an, es ist Zeit, dass du stirbst. Ich würde sagen, das Zweite. Ah, ich verstehe. Und wie soll es passieren? Wir werden es fair in der Arena austragen. Macheten auf 20 Schritte, was? Ich nehme deine Herausforderung an. Machen wir so. Dann mal los.
So, jetzt scheint es, habe ich meine, eine, zumindest eine Waffe habe ich gerade wieder bekommen. Ich weiß nicht, ob das alles war. Machete. So, Benny, mein Bester. Am Ende des Duells haben sie ihre normale Ausrüstung zurückerhalten. Das nehme ich alles mit. So, hab mich zwar ganz schön angeschlagen, aber das war es mir jetzt wert. Mit Caesar über die nächste Aufgabe sprechen. Dann wollen wir das nochmal machen, aber eben schnell. Caesar, treu ergeben. Ja, ja, du mich auch. Caesar, mein Freund. Ich komm mal wieder. Ich bin mal wieder da. Stecken wir mal lieber die Fäuste weg. Sie fanden sicher Gefallen an Bennys Ableben. Die Zerstörung eines Feindes. Es gibt nicht viel, was befriedigender ist. Wenn du das sagst. Dann machen wir mal weiter. Wie schon erwähnt, möchte ich, dass Mr. House aus dem Spiel genommen wird. Okay. Auch Sie profitieren von seinem Tod. Wenn er herausfindet, dass Sie seine Apparate unter dem Fort zerstört haben, wird er sich rächen. Das wird er sicherlich. Sie wissen, wo Sie ihn finden. Wie er stirbt, überlasse ich Ihnen. Was ist das für eine Maschine in Ihrem Zelt? So etwas nennt man einen Autodog. Wie der Name andeutet, ist es ein automatischer Arzt, mehr oder weniger. Kann ich den mal nutzen? Er kann sich um Knochenbrüche und Schnitt-, Stich- und Schürfwunden kümmern. Ich setze ihn für meine Günstlinge ein. Bin ich da einer von? Das ist ein mächtiges Geschenk. In einer Kultur, die Schmerzmittel verbietet und größtenteils über keine medizinischen Kenntnisse verfügt. Dann solltest du das ändern. Auf Wiedersehen. Beenden Sie Ihre Mission und kehren Sie dann zu mir zurück. Ein Scheiß werde ich. Ja, ja. So. Wir haben aus Bennys Anzug und wir haben sogar Maria. Und wir haben mehrere verkrüppelte Körperteile, wie ich gerade sehe. Beziehungsweise die hat Benny uns ja gerade zugefügt, weil die Machete hat es dann doch schon in sich. Geh doch mal weg da. Und ja, dann heißt es, dass wir jetzt eigentlich erstmal wieder nach Hause müssen. Vor allem erstmal wieder weg müssen hier, erstmal wieder raus müssen. Raus müssen, ich will hier raus. Wo geht das denn hier hin? Hallo? Wie komme ich hier weg? Hier anscheinend nicht, aber hier kann man wohl was essen. Ramensteak. Ich muss mir mal einmal die Gegend angucken hier auf der lokalen Karte. Ah, da geht's also lang, okay. Hier muss ich irgendwo zwischendurch. Die neuen Sklaven. Da geht's lang. Ah, hier war das. Sieh mal eine an. Zugbrücke des Voröffnenden. Naja. Ist doch schön, dass wir Benny endlich erledigt haben, die alte Potsau. Alter, ich sehe nix. Geht's hier lang? Da geht's lang. Ja, sehr schön. So, jetzt heißt es, dass wir hier unten eigentlich weiter. Was stolperst du da noch hin? Pass auf, dass du nicht hinfällst und den Berg runterrollst hier. Warte, ich schubs dich. Schubs. Schade, hast ihn noch halten können. Naja, was soll's. Machete entfernt. Gladiatorenrüstung entfernt. Na, das ist. Naja. Suchen Sie einen Arzt auf. Nein, danke. Ich fahre lieber nach Hause und lege mich da in meinen eigenen Autodock. Hier ist noch einer zum Schubsen. Offenbar Schubs. Schaltet der Krieg einen Gang höher. Man hört, dass die RNK. So. Hier wollen wir eigentlich wieder. Wie komme ich jetzt hier raus? Hallo, bist du das? Legions Recruit? Legions Recruit. Geht das hier hinten hin? Gibt's hier noch einen Eingang? Ausgang? Zwischengang? Durchgang?